Da muss man diese Entzündung beseitigen, die Strukturen wieder weich machen, die Entzündung vor Ort beseitigen und dann hat sich das mit der Migräne erledigt. Lichtempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen, heftig pulsierende Kopfschmerzen, die kaum auszuhalten sind. Wer von ihr betroffen ist, ist komplett außer Gefecht gesetzt und das teilweise mehrere Tage. Wir reden von Migräne. Am stärksten verbreitet ist die Krankheit in Industrienationen. Frauen trifft Migräne deutlich häufiger als Männer laut Statistik, aber auch immer mehr Kinder sind betroffen. Und wer von Migräne betroffen ist, hat oft das Problem, dass die Ärzte einfach hilflos sind. Auf dem Röntgenbild ist nichts zu sehen, es sind keine Auffälligkeiten zu erkennen, die Blutwerte sind okay, andere Untersuchungsbefunde sind auch okay. Welche Rolle dabei der Darm spielt als Auslöser für Migräne und auch andere chronische Erkrankungen, darüber spreche ich heute im Interview mit dem Heilpraktiker Albert Hesse. Herzlich willkommen und Dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview. Sehr gerne. Ja, Sie sind Heilpraktiker und Chiropraktiker seit 1992, habe ich mal recherchiert. Seit über 20 Jahren haben Sie in Wenden erfolgreich eine Praxis und zentrales Thema, wichtiger Praxisschwerpunkt bei Ihnen, ist die Darmsanierung. Ja, heute also als Thema die Migräne. Was sehen Sie als Ursache für Migräne an? Das ist erstmal eine weit gefasste Frage, aber vielleicht kann man das irgendwie mal schon mal an der Stelle auf den Punkt bringen. Ja, das kann ich recht kurz auf den Punkt bringen. Migräne ist eine chronisch entzündliche Erkrankung bestimmter Sehnenansätze im Bereich der Halswirbelsäule. Nämlich genau zwischen dem Querfortsatz und dem Dorsfortsatz des zweiten Halswirbels. Dort findet man Strukturen, die chronisch entzündet sind. Jetzt muss man sich die Frage stellen, warum sind sie chronisch entzündet? Aber die Ursache der Migräne liegt genau dort. Das heißt, wenn die Entzündung aufflammt, dann überträgt sich die Entzündung letztendlich auch auf den Nerv und die Nervenbahnen ziehen nach oben und verursachen dann den Schmerz. Es ist etwa so wie Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule, den man selber gar nicht so dominant merkt, aber das Ziehen im Ischiasnerv, vielleicht in der Wade, höllisch ist und der Patient sagt, ich habe oder geht davon aus, er hat Riesenprobleme in der Wade, vielleicht eine Thrombose, eine Venenentzündung, er hat über einen Bandscheibenvorfall. Bei der Migräne ist es halt so, dass in der Halswirbelsäule das Problem ist. Ich habe vor ziemlich genau 4 Monaten einen Orthopäden hier gehabt, der hat mir die gleiche Frage gestellt. Sagt, was ist für Sie die Ursache der Migräne? Da habe ich ihm gesagt, dass Entzündungen der Sehnenansätze zweiter Halswirbel, Querfortsatz, Dorsfortsatz. Sagt er, Hesse, das stimmt. Sie sind der Erste, der das sagt. Und ich kann Ihnen das bestätigen, ich bin Halswirbelsäulenchirurg. Ich habe mir 2 Leichen gekauft und habe diese Struktur mal richtig freigelegt. Mir mal genauestens angeschaut. Sagt er, Sie haben recht, die sind schlecht durchblutet, die sind entzündet, die sind braun verfärbt. Genau da liegt die Ursache der Migräne. Das ist doch wirklich eine hochspannende Information, denn wie ich ja eingangs sagte, viele tappen da wirklich im Dunkeln. Es gibt unterschiedlichste Ansätze. Sehen Sie denn so, ist das der einzige Auslöser oder ist das mal in einem bestimmten Prozentsatz oder wie würden Sie das einschätzen? Also das ist in der Regel ist es der Hauptauslöser, wenn wir von einer Migräne sprechen, von einer echten Migräne. Es gibt natürlich auch noch migräneartige Kopfschmerzen oder was Leute als Migräne dann interpretieren. Aber die klassische Migräne findet da ihre Ursache. Jetzt muss man sich, wie gesagt, fragen, warum habe ich denn dort eine lokale Entzündung? Ja, ja ganz da kommt genau. Ernährung und Darm ins Spiel und Vergiftungszustände und so weiter und so weiter. Da kann man dann ganz detailliert diagnostisch vorgehen, um herauszufinden, warum hat der Patient jetzt die Entzündung? Und da muss man diese Entzündung beseitigen, die Strukturen wieder weich machen, die Entzündung vor Ort beseitigen und dann hat sich das mit der Migräne erledigt. Ja, der Titel dieses Interviews heißt ja Migräne, der Darm ist schuld. Jetzt sagen Sie mir gerade, dass nicht der Darm schuld ist, sondern eben die Entzündung hier oben im Halswirbelbereich. Was hat jetzt genau der Darm damit zu tun? Ja, deshalb habe ich ja direkt gesagt, man muss sich jetzt fragen, wo kommt die Entzündung her? Genau, ja. So. Durch Mangelzustände, durch Fehlernährung, durch Intoxikation, also sprich
Vergiftung mit Darmgiften, Ablagerung und so weiter, entsteht dann irgendwann ein Depot in der Muskulatur und der Körper muss es halt irgendwann entzündlich abbauen. So, und wenn er die Entzündung nutzt, um das Depot wieder freizukriegen, dann entsteht ein Migräneschub. Aber Ursache ist in der Regel der Darm, der auch durchaus erhöht durchlässig sein kann, Reaktionen auf Nahrungsmittel, Eiweiße, sodass der Körper dort mit Entzündungen vorgeht. Mhm. Welche Rolle spielt dabei die Ernährung? Wir haben ja gerade schon verschiedene Dinge angesprochen, auch Entzündung. Aber ich sag mal, irgendwo muss es ja herkommen, dass der Darm, sag ich mal jetzt da, Auslöser für die Krankheit ist. Welchen Anteil schätzen oder geben Sie da der Ernährung? Also mindestens 80%. 80%, wahrscheinlich sogar mehr, im Falle der Migräniker ist die Fehlernährung schuld. Mhm. Dass überhaupt Migräne entstehen und sich aufbaut. Ja, wenn ich jemanden sage, wie ernährst du dich, da sagen mir die meisten, wow, relativ gesund. Was würden Sie sagen, ist eine gesunde Ernährung beziehungsweise eine Ernährung, die einem gesunden Darm zuträglich ist? Also ich will mal von dem Begriff gesunde Ernährung ganz weggehen und vorschlagen, dass wir von einem anti-entzündlichen Ernährungskonzept sprechen müssen. Mhm. Denn heute Dinge, die wir als vermeintlich gesund einstufen, die aber überhaupt nicht gesund sind. Ich gebe mal Beispiele. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erzählt uns, wir sollen ja 5-mal am Tag Obst essen. Ne? Ja. So, damit essen wir eine Riesenmenge an Fructosezucker. Fructose braucht kein Insulin, um in die Zelle reinzugehen, geht in einem hohen Maß, in einer hohen Konzentration in die Zelle, schädigt dort Mitochondrien, blockiert mehrere Enzyme in der Leber. Und wenn die Leberenzyme blockiert werden, dann wird dieser Fructosezucker nicht mehr in Energie verstoffwechselt, sondern in Fettmasse. Das heißt, die Fructose sorgt dafür, dass eben die Blutfette, die Depotfette, die Leberfette, Organfette hochgehen. Das war auch in der Natur so vorgesehen und sinnvoll, weil die Menschen sich für die Winterzeit eben ein Speckdepot anessen konnten, Fettdepot. Wir machen das falsch. Wir essen jetzt das ganze Jahr über Obst und glauben, dass das besonders gesund ist. Ja, und holen uns damit ständig diesen mitochondrien schädigenden Fructosezucker rein. Das ist nur ein Beispiel. Wir könnten jetzt stundenlang über gewisse Ernährungsformen sprechen, aber ich breche es immer so runter, dass ich sage, denken Sie sich die Uhr mal 10.000 Jahre zurück und fragen sich, was gibt es für mich in meiner Region in der Natur zu essen? So, es gibt zum Beispiel keine Milch und Milchprodukte. Das ist was für Säugetier. Und nach dem Abstillen ist es nicht vorgesehen. Es gibt in der Natur keine Milch und Milchprodukte. Bei der Milch haben wir drei Riesenprobleme. Durch das Milchmischen kommt es zu Antikörper-Antigen-Reaktionen. Das heißt, in der Milch, die aus einer lebendigen Kuh kommt, die Milch ist nicht tot. Die Milch muss man betrachten wie ein lebendes, flüssiges Organsystem, sind alle Immunanteile drin. Sie finden die ganzen Antikörperfraktionen, Sie finden Plasmazellen, Lymphozyten, Monozyten, Leukozyten. Sie finden im Prinzip ein richtig aktives Immunsystem in der Milch. So, wenn Sie Milch von verschiedensten Kühen mischen, dann kann sich jeder, der biologisch ein bisschen weiterdenken kann, schon klar machen, dass dort Immunreaktionen entstehen. Das heißt, die Antikörper aus der einen Milch greifen die Eiweißstrukturen der anderen Milch an. So, Antikörper-Antigen-Komplex, der signalisiert im Immunsystem, wieder Entzündung zu produzieren. Zweites Problem der Milch, pro Milliliter finden ungefähr 1000 Eiterzellen, weil die Kühe heute kein 15 Liter Eutervolumen haben, sondern 100 Was? Liter Eutervolumen. Pro welcher Einheit? Wie viel Eiterzellen? Pro Milliliter etwa 1000 Eiterzellen. Ach du liebes bisschen. Weil, wie gesagt, die Kühe haben heute in der Regel alle eine Eutermastitis. Eine Milchdrüsenentzündung mit Zysten und so weiter. Und das kommt natürlich auch in die Milch. Und das wahrscheinlich größte Problem der Milch ist, da gibt es einen Erreger drin, der heißt Hypobacterium paratuberculosis. Das sagt der Name ja schon, Paratuberkulose. Und den finden Sie regelmäßig bei Biopsien aus den Entzündungsherden, zum Beispiel bei Morbus Crohn. So dass führende Gastroenterologen sagen, Morbus Crohn ist mit höchster Wahrscheinlichkeit eine übertragene Paratuberkulose vom Rind auf den Mensch. So, somit ist Milch
heutzutage als deutlich entzündungsfördernd einzustufen und in der Therapie komplett zu meiden. Also meine Patienten mit Migräne dürfen keine Milch, keine Milchprodukte, keine Käse, kein Joghurt, kein Quark, keine Bohnen, nichts aus. Das Einzige, was sie von der Kuh dürfen, ist Butter, weil die ist dann weitestgehend eiweißfrei. Und die Butter liefert noch gute, wichtige Fettsäuren über 50, die, nicht über 50 Jahre, sondern über 50 Fettsäuren, die wichtig sind für die Hormone, Zellmembran, fürs Gehirn, für die Mitochondrien und so weiter. Aber Milch und Milchprodukte meiden. Als ich vor 10 Jahren, sagen wir mal, meine Gesundheitsreise begonnen, da war ich bei einer Heilpraktikerin und ich hatte meine Probleme, ich war übergewichtig, ich hatte auch, ich habe es nie definiert, ob es Migräne war oder nicht, hatte jedenfalls regelmäßig heftigste Kopfschmerzen und verschiedenste andere Dinge und da wurde ich auf den Kopf gestellt und da kam eben raus, und da ist jetzt der Zusammenhang zum Darm, dass sie gesagt hatte, ich habe eine massive Darmverpilzung. Das heißt, das ist also auch ein Aspekt, der damit reinspielt, dass ich dann im Darm natürlich dort Pilze oder Parasiten und oder breit machen und mir dann auch das Leben schwer machen. Man muss sich einfach nur den Darm als Ökosystem vorstellen, was in sich geschlossen funktioniert wie so ein Regenwald. Sobald ich dem Ökosystem was zuführe, was das Ökosystem aber gar nicht kennt oder wo das Ökosystem nicht drauf adaptiert ist, kann das nicht funktionieren. Also wenn das Ökosystem Millionen Jahre lang keine Milch vorgesehen hat und ich fange jetzt plötzlich mit hoher Konzentration an Milch, an Milchprodukten, und das ist ja so im Markt, genauso wie die Getreideesserei, das heißt der ganze Getreidebereich, der hört nicht in den Mensch rein. Der Mensch ist, und das kann man genetisch nachweisen, kein Getreideesser. Ja? Und Gluten macht zum Beispiel immer Entzündungen. Meine Patienten müssen strikt glutenfrei leben. Und da geht es auch nicht darum, haben die eine Zöliakie oder nicht. Nein, Gluten verursacht in 90% der Fälle immer Entzündungszytokine, die ich im Blut messen kann, 2 Stunden nachdem der, was weiß ich, ein Brötchen, Brot oder sonstiges gegessen hat. So, das heißt, der Körper zeigt Abwehr. Und wenn ich dann, ich würde einfach mal in die Kamera halten, wenn ich dann schon in solchen Käseblättern lesen kann, warum Weizen unser Gehirn zerstört, und dann in der Spalte hier unten lese, Gluten verursacht Entzündungen oder Entzündungsherde. Ja. Und es gibt ja auch Bücher, zum Beispiel eins mit dem Titel Dumm wie Brot. Ja, sehr bekannt, ja. Oder die Weizenwampe. Ja, zum Beispiel. Da steht das ganz detailliert drin. Und wie gesagt, wir können es im Labor, wir können es im Blut genauestens nachweisen und messen, dass bei den Leuten Entzündungsreaktionen entstehen. Ja. So, Problem der Fructose, praktisch Zucker. Und das Milchproblem, wir haben das Getreideproblem. Dann haben wir das Problem der Konservierungsstoffe in den Nahrungsmitteln. Ein Konservierungsstoff kann deshalb konservieren, weil er antibiotisch wirkt. Lebensmittel wird nur schlecht, wenn Bakterien oder ein Pilz oder ein Schimmel dran geht und es zersetzt. Konservierungsstoffe sind so stark antibiotisch, dass noch niemals Schimmelpilz dran geht. Ja. Ich erzähle immer gerne eine Geschichte. Und zwar hat McDonald's vor vielen Jahren versucht, in Island Fuß zu fassen. Und die Isländer haben aber auf McDonald's-Kultur keinen Bock gehabt und haben dann McDonald's verboten, haben sie aber den letzten Hamburger gekauft, den sie offiziell verkaufen durften. Dann haben nach Reykjavik ins Museum gestellt. Der Hamburger steht, glaube ich, seit 16 Jahren dort im Museum unter der Glasglocke und sieht aus wie am ersten Tag gekauft. Wenn ein Nahrungsmittel schon nicht mehr vergammelt, nicht mehr schlecht wird, kein Schimmelpilz mehr dran geht, dann ist da so viel an konservierenden Giften drin, dass unsere Zellen, unsere Mitochondrien und unsere Darmschleimhaut, alles, das ganze System, das natürlich auch nicht vertragen wird. Ja. Das ist ja immer dieser Witz, dass dann auch gerne dieses White Labeling betrieben wird, wo dann steht, ohne Konservierungsstoffe, aber übersetzt heißt es letztlich nur, wir haben so wenig Konservierungsstoffe reingetan, dass wir sie nicht deklarieren müssen. Und dann wird es eben darüber das Spielchen gemacht, dass man halt, weiß ich nicht, mehrere tausend Möglichkeiten hat. Und dann wird überall unterhalb des Grenzwertes das Ganze gesetzt. Ich habe also in der Breite jede Menge Konservierungsstoffe drin, aber sie sind alle nicht deklarierungspflichtig und somit steht oben groß drauf, ohne Konservierungsstoffe. Lege ich die Wurst auf den Tisch, ja, kann ich dann warten und warten, aber es geht auch dort kein Schimmel dran und dann hat man es ganz einfach bewiesen. Auch nicht nach Jahren. Ich könnte eine Scheibe Salami an die Pinnwand heften, guck mal nach 10 Jahren wieder drauf, dann sieht die immer noch aus wie eine Scheibe Salami. Ja, verrückte Welt. Ja,
Ja, und das ist dann eben das Thema Darm. Und da kann man sicherlich eine ganze Menge zu sagen. Aber jetzt haben wir eben von Ernährung auch gesprochen. Und auch das Thema gesunde Ernährung, beziehungsweise wir haben es angesprochen, was darf man nicht. Aber die Frage kommt ja immer so direkt als Nächste, wenn ich mir anhöre, was darf ich alles nicht. Wir sind ja mal kurz durchgegangen, da kommt sofort die Frage, ja, was darf ich denn überhaupt noch dann essen, bitteschön, wenn jetzt der gute Hesse sagt, das und das alles ist schlecht, was soll ich denn dann noch essen? Ganz einfach, alles, was die Natur Ihnen vor 10.000 Jahren auch geliefert hätte. Sprich, Kartoffeln, Reis, glutenfreie Nudeln, übrigens von, wenn man Produktwerbung machen darf, von Barilla, schmecken am besten. Ja. So. Dann Fleisch, Fisch, Eier, Geflügel, Salate, Gemüse, weitere Rohkost, Ölsaaten und alles, was die Natur bietet, dürfen Sie essen. Und alles, was die Natur nicht bietet, ist es eben nicht. Die Natur bietet keine Milch, wie gesagt. Das würde das Säugetier ja auch gar nicht zulassen, dass ich dem Säugetier Milch klauen würde. Ja? Ja. Ist nicht vorgesehen. Und wenn man sich die Ernährung eines durchschnittlichen Deutschen anschaut, dann sind es speziell alles die Produkte und Lebensmittel, die er in der Natur nicht essen würde oder gar nicht bekommen würde. Das ist das Haupt, von dem sich der Mensch oder wir hier in Europa uns ernähren. Ja, wir essen Zucker. Ja, und zwar industriell hergestellten, die Milch für den Angesprochenen, wir essen Dinge, die konserviert sind und wenn sie uns angeboten, oft schon monatelang da irgendwo rumstehen in Regalen. Wir essen Brote, dann noch mit Hefe versetzt, Fastfood und so weiter und so fort. Ja, und wenn ich dann in den Supermarkt reingehe, dann wird die Auswahl schon mal ein bisschen weniger. Aber wenn man eben weiß, worauf man guckt, findet man auch ganz schnell eben leckere Alternativen. Was gibt es denn bei Ihnen sonst immer so zu essen? Also ein paar Sachen haben Sie ja gerade schon gesagt. Das heißt, versuchen Sie denn irgendwie viel Rohkost zu essen oder frische Sachen? Wie sieht das bei Ihnen aus, der Speiseplan? Nein, ich lasse einfach nur das weg, was ich in der Natur nicht essen könnte. Also sprich, was ich auch gezählt habe, Milch, Gluten, Konservierungsstoffe, stark histaminhaltige Nahrungsmittel, was für Migräniker ein Riesenthema ist, und kein Zucker. So, alles andere esse ich. Der Körper kann beispielsweise mit einem Mangelzustand viel, viel besser klarkommen als mit einem Belastungszustand. Ja? Also ich habe lieber einen Mangel, als dass ich mich mit Milch, mit Weizen entzündlich belaste, weil ein Mangelzustand nicht unbedingt entzündlich oder entzündliche Prozesse auslösen. Das ist sehr selten. Aber ein Vergiftungszustand mit der falschen Ernährung, der löst definitiv eine Entzündungsreaktion aus. Wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt und sagt, Hesse, ich habe Migräne, wie gehen Sie vor? Wie helfen Sie diesen Menschen? Nehmen Sie uns da mal mit rein in den Prozess. Ja, also Patient sitzt vor mir, erzählt mir, ich habe seit von mir aus 20 Jahren Migräne, wechselseitig oder rechtsseitig oder linksseitig, wie auch immer. So, dann schaue ich erstmal bei der Halswirbelsäule, sprich, ich gucke erstmal die gesamte Wirbelsäule durch, weil es kann auch ein Statikproblem sein, was das Ganze noch mit forciert. So, das heißt, Statik der Wirbelsäule schauen, Atlas-Axis-Stellung schauen und dann ertaste ich eben diese Muskelansätze und drücke ganz langsam mit immer stärkerem Druck auf bestimmte Punkte zwischen dem Querfortsatz und Dorsfortsatz zweiter Halswirbel und finde ganz schnell heraus, welcher Hauptanteil, welcher Muskelanteil bei dem Patienten die Migräne auslöst. Denn dem Patienten schießt sofort der Schmerz ins Zielgebiet. Sagt, oh, genau da, genau so habe ich meine Migräne. Er hält sich meistens Augen zu oder hier an die Schläfe. Sagt, genau da kommt meine Migräne her. So, das heißt, ich kann es auslösen, ich kann es lokalisieren. So, dann erkläre ich ihm die Zusammenhänge, warum ist denn das überhaupt entstanden. Angefangen von Ernährung, über Lebensweise, über Bewegung, Schlaf, alles Mögliche wird damit einbezogen. Aber die Haupttherapie ist Ernährungsumstellung, den Darm wieder in Ordnung bringen, die Ablagerung hinten rausarbeiten und beseitigen. Und dann hat die Migräne keine Chance mehr. Ich habe jetzt rückblickend Erfahrungen von fast 30 Jahren. Meine erste Ehefrau, war schon mal verheiratet, mit 20 geheiratet, war starke Migränikerin und sie ist bis heute migränefrei. Das sind jetzt über 30 Jahre. Und ich habe Hardcore-Fälle, die ich vor 20, 25 Jahren behandelt habe, die auch
frei sind von Migräne. Also das kann man wirklich dauerhaft in den Griff bekommen. Ja, das sind natürlich Aussichten, die werden die Leute, die da wirklich auch teilweise lang und heftig von geplagt sind, umso mehr freuen. Das ist eben auch das, was mich antreibt, Informationen wie diese eben einer großen Plattform auch zur Verfügung zu stellen. Jetzt frage ich mal andersrum, gibt es auch Menschen, denen Sie nicht helfen konnten? Gibt es solche Fälle auch? Seltenst. Also es gibt migräneartige Symptomatiken. Da muss man dann schauen, wo kommt das her. Aber in der Regel kann man jedem Migräne-Patienten helfen und die Migräne wegkriegen. Mhm. Gut. Ja, also, mitmachen, ne? Also man wird nicht selten durchaus belogen, was die Ernährung angeht. Weil das scheint für die Menschen immer ein Riesenproblem zu sein, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber wenn ich sage, Sie dürfen jetzt dies, das, jenes nicht mehr und machen Sie auch bitte keine kleinsten Ernährungsfehler. Das kommt immer wieder vor, dass ich dann von den Angehörigen so höre, so ungefähr, die halten sich nicht konsequent dran. Ne? Aber die sich konsequent dran halten, werden ihre Migräne auch in der Regel los. Ja. Das heißt, ich muss also auch eine Selbstverantwortung übernehmen und dort mitmachen. Es gibt nicht die grüne, blaue, sonst was gefärbte Pille, die ich nehme, so wie unser System ja in der Regel funktioniert, ja, und wo ich die Verantwortung komplett abgebe an den Mann in Weiß vor mir, der verschreibt mir etwas, ich werfe es ein und bin das Problem los, sondern ich muss ja wirklich selbst aktiv werden. Aber letztlich ist das ja auch eine gute Nachricht, denn wenn das hilft und es da Möglichkeiten gibt, umso besser. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen von Erfolgsgeschichten erzählt. Es gibt ja in der Richtung, auch gerade was den Thema Darm angeht, auch eine Geschichte, die Sie zu erzählen haben. Denn Migräne ist nicht das einzige Thema, was Sie behandeln. Es gibt ja auch noch andere. Und in den Anfängen haben Sie ja angefangen, Probiotika, glaube ich, waren es, herzustellen. Nehmen Sie uns da mal mit rein, denn das spielt ja hiermit auch mit rein. Ich nehme an, dass es auch Dinge sind, die Sie Ihren Patienten dann verschreiben. Als ganz junger Heilpraktiker ist mir immer wieder aufgefallen, dass es sehr viele Patienten gibt, die über Darmbeschwerden klagen. Reizdarmsymptomatiken, Verstopfung, Durchfall, Blähungen und so weiter. Und ich war selber auch davon betroffen. Ich als junger Mensch, wo ich noch keine Ahnung hatte von der entsprechenden Ernährung, habe dann Neurodermitis und mit 18 Jahren Rheumaschübe und Asthma und Akne und all sowas auch ertragen müssen. Und habe selber durch Reinhorchen, durch Intuition eine Ernährung gefunden, die mich selber freigemacht hat davon. Und das war keine Milch, kein Zucker, keine Tomaten. Tomaten sind mir früher auch gefallen, habe ich darauf reagiert. Brot hatte ich dann auch weiter gegessen und habe es später erst rausgenommen. Und das war wirklich das i-Tüpfelchen. Und meine ganzen Belastungszustände waren ruckzuck weg. Und dann habe ich mich da therapeutisch, wissenschaftlich mit auseinandergesetzt und angefangen, Colon-Hydrotherapie zu machen. Das ist eine Form von Darmreinigung, Darmspülung. Und dazu sollte man natürlich auch immer einen Darmflora-Aufbau betreiben. Zu der damaligen Zeit gab es nur einstämmige Präparate, ich nenne jetzt keine Namen, aber fängt mit M an und MU und das war unzureichend. Das hat sogar bei den Patienten immer negative Reaktionen ausgelöst. Und ich habe mir überlegt, in der Natur ist es ja auch nicht so, dass Darmflora nur einen Keim beinhaltet, sondern das sind ein paar hundert bis zu ein paar tausend verschiedene Arten. So. Und dann habe ich mir überlegt, ich brauche ein Multispezies-Probiotikum, so wie es in der Natur vorgesehen ist. Dann habe ich mir Mikrobiologen zu Rate gezogen, habe die hinter der Praxis liegende Waschküche meiner Mutter umfunktioniert zum Lebensmittelraum, die Waschmaschine alle raus, alles gereinigt, Fermentationsanlage aufgebaut, Mikrobiologen herbei, so, dann haben wir eine Fermentation aufgebaut, habe das dann eigentlich nur für mich und meine Praxis machen wollen, habe meinem Kollegenkreis erzählt, was ich da so tue und dann kam sehr schnell, ja, hast du mal eine Flasche für uns? Ja, dann habe ich da ein paar Flaschen verteilt und recht kurze Zeit später rief der Erste an, immer, das Zeug ist gut, kannst du mir mal 20 Flaschen schicken? Der Nächste rief an, ey, ich brauche 50 Flaschen. Ja, und ich konnte dann gar nicht mehr stoppen. Ich habe eine Lawine losgetreten, die bis heute anhält. Daraus hat sich ja das Unternehmen Tissot Naturprodukte GmbH entwickelt mit über 100 Mitarbeitern und mittlerweile sind wir Lohnhersteller für
mehr als 60 Unternehmen und haben unsere eigene Diagnostik und Therapieschiene entwickelt und so weiter. Wir haben 12 Wissenschaftler, die hier Vollzeit beschäftigt sind. Und mir geht es immer darum, wissenschaftlich reproduzierbare Diagnostik- und Therapiekonzepte zu entwickeln, um genau diese chronischen Zustände eben behandeln zu können. Ja. Wenn ich jetzt Migräne habe, gibt es da auch Produkte, sag mal, wo Sie sagen, die lohnt es sich zu nehmen oder beziehungsweise auch Alternativen dazu? Weil wir haben über das Thema Ernährung gesprochen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen spezifischer werden. Also wir können ja mal ganz klassisch durchgehen. Wir waren ja noch bei dem Migränepatienten, der in die Praxis kommt. Genau, ja. Wir erklären dem Patienten, was er weglassen muss. Uhr um 10.000 Jahre zurückdrehen, gedanklich, so, das gibt es nicht zu essen. Dann zeige ich kurz einen Ernährungsfilm, der ihm das vor Augen führt, warum sollte man das nicht essen, was der Mensch genetisch oder wo der Mensch nicht genetisch drauf adaptiert ist. So, das ist das Erste. Das heißt, es gibt also eine Basisernährung, die für jeden Menschen gleich ist. Und die heißt ganz einfach, ess das, was die Natur bietet und lass das weg, was du in der Natur nicht bekommen würdest. So. Der zweite Schritt ist, ich nehme dem Patienten Blut ab und mache einen Lebensmitteltest. Ich gucke, gegen welche Nahrungseiweiße er Antikörper bildet. Nicht im Sinne einer Allergie, auch nicht im Sinne einer Reaktion auf was weiß ich, sondern im Sinne einer Abwehrreaktion gegen dieses Lebensmitteleiweiß, was auch nicht ganz verdaut ist. So. Und wenn ich das Ergebnis habe, habe ich mit der Basisernährung plus dem Ergebnis seine individuelle Ernährungsempfehlung. Dann ist noch ganz wichtig, 2 1.000-Euro-Tipps kommen jetzt. Viel besser kauen, 80 bis 100 Kauvorgänge. Alles, was ich klein kaue, wird auch schnell verdaut, kann der Darm auch schnell resorbieren, gelangt somit nicht unverdaut im Dickdarm und gärt und gammelt im Faultdarm. So. Beispiel, wenn ich ein Löffelstück Zucker, großes Stück Fleisch, in ein Glas Cola schmeiße, braucht das ein paar Stunden und löst sich auf. Hat jeder schon mal gehört, kennt jeder. Die gleiche Menge Fleisch aber klein gekaut oder püriert in die Cola gemischt, löst sich innerhalb von wenigen Minuten schon auf. Ja, so kann man sich das in etwa vorstellen. Ja. Je besser ich kaufe, desto schneller und besser können meine Enzyme steigen. Was noch viel wichtiger ist, kein Tier in der Natur trinkt und isst gleichzeitig. Macht nur der dumme Mensch. Wir müssen uns abgewöhnen, beim Essen zu trinken. Weil wir verdünnen damit, mit dem Trinken, verdünnen wir die biochemische Aktivität unserer Enzyme so stark, dass sie nicht mehr spalten können. Also kann der Darm auch nichts aufnehmen. Also gelangt alles unverdaut in Erdgabel und faul darum. Da ist die Giftstoffschleuderung, da ist die Giftmülldeponie, vorwiegend im Dickdarm zu suchen. Ja? Also, wichtig, jeder Patient mit chronischer Belastung, ob Migräne oder wie es auch immer heißt, viel besser kauen und beim Essen nicht mehr trinken. 20 Minuten vorm Essen aufhören zu trinken und erst 90 Minuten nachher wieder anfangen zu trinken. Wenn die Kehle trocken ist, ein ganz kleiner Schluck zwischendurch ist okay. Aber nicht, wie wir es mittlerweile uns angewöhnt haben, da so ein großes Glas Bier, ne, noch ein Bikes oder noch ein Wasser oder Cola, Fanta, wie auch immer, beim Essen nicht trinken. So. Damit hat derjenige schon mal sein Ernährungskonzept von Grund angesehen bis zum Ausgang auf dem Tisch und kriegt Broschüren dazu, kann sich belesen, hat sein Blutergebnis, kann mich jederzeit anrufen, weil das ist der wichtigste Schwerpunkt. So. Dann verordne ich ihm die entsprechenden Darmbakterienpräparate für Dünndarm, für Dickdarm, das richtige Bakterienfutter. Das sind also 3 Produkte in Kombination. Proemsan, Probasan, Complete für den Dünndarm und das Proprebioma als Bakterienfutterquelle. So, dann gleiche ich noch Mangelzustände aus, wie Vitamin D, Magnesium, Basenstoffe, B-Komplexe, was wir sonst noch finden, und gebe zeitgleich noch Mitochondrien aktive oder Mitochondrien fördernde Stoffe, das sind in der Regel Pflanzen, Polyphenole nennt man sie, wie zum Beispiel Resveratrol oder Quercetin, Genistin, was dann die Mitochondrienaktivität hochfährt, so dass der Körper sich selber hilft, sich selber entgiftet, weil die Mitochondrien machen 90% der gesamten Stoffwechselleistung.
Das heißt, ich schaffe die Ernährungsursache weg für die Entzündung. Ich komplettiere das Ökosystem wieder praktisch. Ich sähe wieder an, wie im Regenwald ich neue Pflanzen einbringe. Ich aktiviere das ganze System, sprich Mitochondrien nach oben gefahren, gleiche noch ein paar Mangelzustände aus. Und das war's. Und bei Migränikern ist es dann halt auch wichtig, dass ich manuell hier hinten die Verhärtung, die Verklebungen, diese Verpackungen praktisch löse, wieder frei arbeite. Teilweise muss ich mit Kochsalzlösung da noch rein, damit sich das so richtig einweicht, dass ich es dann wegarbeiten kann. Also wie gesagt, der Chirurg aus Dortmund, der Halswirbelsäulenchirurg, der hat es ja bestätigt und sagt, dass er diese Strukturen freigelegt hat und dass man das optisch richtig sehen kann, dass sie sich optisch stark von den anderen Strukturen unterscheiden. Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Die von Ihnen genannten Empfehlungen, die verlinken wir gerne unter dem Video beziehungsweise auch im Blogartikel dazu. Und ja, alle, die da jetzt ein bisschen tiefer reingehen möchten, die verweisen wir gerne auf zwei Broschüren, die Sie verfasst haben. Einmal Der Darm ist schuld und einmal Das Essen soll Spaß machen. Da gibt es nochmal einiges zum Nachlesen. Das Schöne ist, die kann man kostenlos herunterladen. Die Adresse, die blenden wir auch hier drüber ein. Man kann sie auch in gebundener Form beziehen. Auch dazu geben wir einen Link. Und dann gibt es von Ihnen auch noch ein Buch, das ist dann ein bisschen dicker, das heißt dann tatsächlich, so wie der Titel unseres Interviews, Migräne, der Darm ist schuld. Und da gibt es, denke ich, auch mal die wichtige Sachen zum Vertiefen drin. Und ja, das ist sicherlich eine gute Lektüre für alle, die die Antworten suchen auf Ihre Frage, wo denn die Migräne herkommt, beziehungsweise was man dagegen tun kann. Dann verlinken wir natürlich auch gerne Ihre Webseite Tissot, die Sie angesprochen haben, die Sie gegründet haben und ja, die jetzt ja, sehr gut gewachsen ist. Und ich kenne die Produkte selber und die waren tatsächlich auch in den Anfängen, als ich angefangen habe, mich mit Gesundheit auseinanderzusetzen, auch mit dabei und haben mir sehr geholfen, auch diese Bakterienstämme pro Emsan, diese Flasche. Ich weiß noch, ich habe bis jetzt auch kein Präparat gefunden, wo so viele Stämme drin sind. Ich meine, es sind knapp an die 50, die da drin sind. Ich weiß nicht, ob sie die Rezeptur inzwischen geändert haben. Und es ist tatsächlich so, wenn man guckt, bei anderen Präparaten, die liegen alle deutlichst darunter. Wir sind ja auch unter anderem Lohnhersteller für Probiotika für andere Firmen. Relativ groß. Also wenn Ihnen im Markt ein Probiotikum über den Weg läuft, kann das also sehr gut sein, dass das aus dem Hause stammt. Und ich kann das bestätigen, es hat keiner die andere Lösung, es hat keiner ein vergleichbares Produkt wie das Proemsan. Das gibt es so weltweit nicht, weil wir haben auch die eigene Stammbank und ich kaufe die Kulturen nicht zu, wie das alle anderen Hersteller machen, sondern wir haben das eigene Labor, die eigene Stammhaltung und Stammbank hier im Haus und verwendet eben Tissot eigene Kulturen. Ja, also wer sich da weiter informieren möchte, da setzen wir auch einen Link dazu hier unten rein und dort kann man die Dinge, wenn man das denn möchte, auch gerne beziehen. Alternativ vielleicht noch ein paar Tipps von Ihnen. Es gibt immer Menschen, die sagen, ja, ist ja alles gut und schön, aber ich habe es lieber aus der Natur, so wie Sie es auch empfehlen. Was sagen Sie zu milchsauer vergorenen Produkten, was ich jetzt zum Beispiel das gute alte Sauerkraut? Tendenziell gut für alle Menschen, die relativ gesund sind. Für Menschen, die chronische Entzündungen haben, kann das Sauerkraut einen Entzündungsschub auslösen, weil dort doch eine moderate Menge an Histamin drin ist. Ja? Okay. Und Histamin hat für das Immunsystem einen Botenstoff, der dazu führt, dass weitere Entzündungsmediatoren, die man Zytokine nennt, eben ausgeschüttet werden und eine Entzündungskaskade auslösen. Ja. Tendenziell ist das völlig in Ordnung, Sauerkraut, milchsauer vergoren, ist gesund. Aber wie gesagt, Vorsicht bei Menschen, das kann auch Migränen auslösen. Gut. Und das ist dann. Ja, und für solche Menschen ist es dann sozusagen ein Segen, dass es das wirklich dann in reiner Form gibt, hochdosiert, also mit vielen Bakterienstämmen, weil man dann eben sich das spart. Ich habe noch einen Punkt, für den ich sensibilisieren möchte, tote Zähne. Mhm. Tote Zähne können natürlich auch sowas auslösen als Giftdepot, was dann wiederum
dazu führt, dass eben der Körper entzündlich reagiert auf verschiedensten Ebenen und hinten eine Migräne entsteht. Also wir haben schon genügend Patienten gehabt, die auch viele tote Zähne mit Migräne, und nachdem die toten Zähne entfernt wurden, war zumindest die Migränehäufigkeit schon mal ganz stark reduziert. Wenn man die Ablagerungen dann rausmacht, ist die Migräne ganz vorbei. Behandle ich und reduziere die Entzündung, mache ich eine Besserung, dann kriege ich eine Besserung hin. Aber ich kriege nie eine Heilung hin, solange ich diese Ablagerung hier drin lasse. Das noch als Tipp. Tote Zähne sind eine Vollkatastrophe für einen Körper. Immer. Also da sagen Sie also, sobald, also tot heißt in dem Fall dann ein wurzelbehandelter Zahn, der irgendwie drin steckt. Ja. Da sagen Sie, der muss raus. Der muss raus, definitiv. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Es gibt niemals einen toten Zahn, oder der eben so behandelt wurde, wurzelbehandelt wurde, der nicht darum fault und gammelt und Leichengifte produziert und so weiter. Mhm. Das gibt's. Ja, was empfehlen Sie dann anstelle des Zahns dann reinzusetzen? Keramikimplantat. Vollkeramik. Mhm. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder Keramik oder Titan. Titan geht nie eine feste Verbindung im Knochen ein. Der Knochen wächst eng dran, hält es fest. Der Knochen wächst aber mit dem Keramikimplantat fest ein. Titan färbt den Knochen schwarz. Sieht man oft, wenn man es nach Jahren rausmachen muss, macht Keramik auch nicht. Mhm. Mit Titan habe ich Metall im Mund. Ich habe natürlich eine mega Antenne im Mund. Ich nehme alle möglichen Frequenzen auf. Es kommt zu Kriechströmen und so weiter innerhalb des Mundes. Auch nicht optimal. Also ich würde mir niemals ein Titanimplantat setzen lassen. Meine persönliche Meinung. Ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, auch was Zahnmedizin angeht. Und bin mit im Prinzip den ganzen führenden Zahnärzten und Cracks sehr, sehr gut verbunden, die das drauf haben. Man kann also Totzahn rausziehen und sofort Implantat einsetzen. Mhm. Ja, da muss man halt sehr sauber arbeiten, desinfizieren, den Knochen soweit freikratzen, bis vitaler Knochen da ist, sogenannten Mikros entfernen und. Aber letztendlich ist die Kiefersanierung ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil einer vernünftigen Therapiemaßnahme. Also das sollte man immer mit auf dem Schirm haben, egal wie die Krankheit heißt. Die toten Zähne sind mitbeteiligt, definitiv. Wichtiger Punkt, vielen Dank dafür. Gut, weitere Informationen, wie gesagt, in den Broschüren, die es kostenlos zum Download gibt. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für das Interview. Verkünden können wir auch direkt, dass Sie bei Grün und Gesund Live, dem ersten Live-Kongress zu Grün und Gesund im November mit dabei sind in Düsseldorf. Am 16. November, also wer Sie live auf der Bühne erleben möchte, dort gibt es eine Möglichkeit, mit dabei zu sein in der Rheinterrasse. Also auch das verlinken wir, das Event hier unten drunter, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und ja, jetzt verbleibt mir erstmal, mich bei Ihnen ganz herzlich zu bedanken. Dankeschön für das Gespräch, für die wirklich tollen Informationen. Ich hoffe, dass wir damit wirklich vielen Menschen helfen, einfach mal einen Ansatz geben für eine Lösung, was Migräne angeht. Ich weiß selbst, wie das ist, wenn man davon betroffen ist. Das ist eine Vollkatastrophe für einen selbst und auch das Umfeld. Und das wünscht man wirklich keinem. Und umso besser ist es, dass wir hier wirklich einen Ansatz haben, der sehr vielversprechend. Dankeschön nochmal ganz herzlich für das Interview. Alles Gute für Sie.